das, was New Work sagt, ist, die Frage zu stellen nach, will ich diese Arbeit wirklich, wirklich, ist eine berechtigte Frage. Und als eben die Automobilindustrie in einer tiefen Krise steckte, kam Fridtjof Bergmann mit der Idee zu sagen, anstatt jetzt die Hälfte der Mitarbeiter zu entlassen, lass uns doch den Deal machen, alle arbeiten die Hälfte. Die eine Hälfte machen wir die Erwerbstätigkeit, die Lohnarbeit, also arbeiten für das Geld, was wir brauchen. Aber die andere Hälfte helfen wir den Leuten dabei rauszufinden, was sie eigentlich in Wirklichkeit wollen. Und sei es, dass sie nur einen Teil ihrer Zeit dafür einsetzen können. So this is Berlin today. It's Sunday. Why are we in Berlin on a Sunday? Well, we are invited for a live fishbowl discussion from Deutschlandfunk. So it's radio, like Germany broad radio. And it's an interesting discussion because there are four participants. It's Michael Akinlaton. He's the, let me get it correct, the deputy chairman of the board of the district department two of the union in at Verdi, and served also for the union at DHL. Fabian Hinrichs, he's an actor. Anna Ott, she's an HR specialist and technology entrepreneur from Berlin, and myself. And we will be in a fishbowl meeting. We will sit there and the audience can jump in and ask questions. And it's about the future of work and if the context of like new work is just a luxury for certain jobs, if we are driven by capitalism to like get everything going, how do you actually bring together work life, like family and personal stuff? And I have to say, these are all questions that are super hard to answer. There is no right or wrong. There is no like one answer to that question. And you can always challenge and say, well, there are certain jobs that have to be made, like how they can work. And my take on this is, it's not about what kind of job you do. The question is, if you, like, do you want to do the job? And of course, there are certain necessities when you have to do the job. I mean, I also have to make money to finance my living, my family life and all that stuff. So there are necessities, but the question is, can you challenge yourself from time to time to ask, do you really, really want to do that? Or there, is there anything else you want to add? So let's say you work part-time and the rest of the time you do something you really want. This is the thing we want to discuss. I'm super curious to like hear the takes from the others. Super curious to see how positive and impactful this whole discussion is. And we will share as much as we can. Even if it's in German, we will take the effort and subtitle it for you guys because I think it's an important discussion. Hier, wie wollen wir arbeiten da? Na bitte. Bühneneingang. Christoph, hallo. Hallo, moin. Freut mich. Hi. Und Leon. Hi. Hey. Folgen wir einfach. Alles klar. Genau. Ich bin einfach, ich bringe dich direkt zur Bühne. Ja. Da ist auf jeden Fall auch Platz, um die Sachen super aufzustellen. So. Ich würde eigentlich ganz gerne inhaltlich noch so ein bisschen. Genau, einfach so ein paar Fragen oder so, was so kommt, in welche Richtung. Genau. Ja. Ich bin Christoph, hallo. Hallo Fabian. Christoph, hallo. Podcast. So, the Tech Team is over here. We make a soundcheck in a minute. Ich bin extrem pragmatisch eher unterwegs, so vom Typ her. Ich versuche es eigentlich nicht zu philosophisch anzugehen und deswegen war der Grund, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich verlasse jetzt mal meine Komfortzone und mache YouTube-Videos darüber. Und als ich gemerkt habe, die werden vor allem auch im Ausland mitgeschaut und da meine ich jetzt nicht USA und Kanada, sondern wir haben viel auch aus Afrika, viel aus Indien Leute, die schauen, die halt auch kommentieren und Kommentare hinterlassen.
Und da habe ich gemerkt, okay, das erreicht schon mehr Leute. Natürlich frage ich mich immer noch, sind wir hier in Deutschland in so einer Luxusdiskussion und drehen uns jetzt um dieses Thema selbst? Und deswegen finde ich gerade die Runde so spannend, mal zu sagen, okay, jetzt gucken wir halt auch mal auf die Jobs, die eben sich das nicht aussuchen können. Was ich immer predige und ich bin sehr stark davon, weil man kann lernen, wie man gute Produktionsleiter werden oder Geschäftsführer oder Influencer, egal, man kann alles lernen. Ja. Aber das Einzige, was man nicht lernen braucht, ist Mensch zu sein. Und das hat man vom Geburt. Und die Frage ist ja ganz genau, wie gestalten wir diese Erwerbsarbeit in der Zukunft? Und was für eine Vorstellung haben wir, wenn wir von guter Arbeit sprechen? Wenn wir die neuen Generationen angucken, die stellen mehr Fragen. Und die wollen sich anders mit Unternehmen identifizieren, als es noch unsere Vorgängergeneration getan hat. Und das ist ja auch gut. Das heißt nicht, dass deswegen dieses Ganze, man nennt das ja auch so ein bisschen Pinkwashing zum Beispiel, wenn es um Inklusion und Diversität geht, dass wir versuchen einfach so zu tun, als ob. Ne? Aber ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen, der sagte, am Ende ist es auch so, die Arbeitgebermarke, die wir kreieren, ist auch immer ein bisschen Wunschbild und Zielbild, wo wir hinwollen. Das muss natürlich maximal realistisch sein, aber wir wollen ja auch attraktiv sein für die Leute, die wir brauchen, weil wir sie noch nicht haben. Und damit sozusagen für sich Sinn produziert, um das mal technisch auszudrücken. Und das würde ja vollkommen wegfallen beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wir arbeiten viel zu gerne eigentlich, also jetzt mal blöd gesagt, das gibt uns viel zu viel Sinn oder stiftet Sinn, wenn es eben eine gute Arbeit ist. Und wenn es dann wegfällt, kann das einen natürlich eine tiefe Krise stürzen. Aber die Frage, gestiftet es Sinn oder stiftet es Struktur? Oder beides? Ja. Und ich glaube, es muss nicht beides sein. Ich glaube auch nicht, dass wir den Anspruch haben sollten, dass jeder seinen Sinn finden muss, wenn er es nicht möchte. Aber ich glaube, dass wir jedem die Chance geben sollten und zumindest eben eine Struktur geben. New Work sind eben nicht diese Maßnahmen, die es schick verkaufen. Diese Unternehmen sind dann nicht ehrlich, was das ist. Die ehrliche Frage ist, wie kann Arbeit das sein, was die Menschen stärkt? Und wenn deine Maßnahmen dazu führen, dann trägst du einen Teil dazu bei. Die Lösung für alles hier in einer Stunde zu finden, das wäre ein etwas sehr hehres Ziel. A lot of content in 1.5 hours. This discussion went super broad to like, how can we save everyone from work they don't want to do? It's hard. Or let's say it's a challenge in Germany to like explain why the idea of new work, like to find a work that makes you stronger instead of weaker, is a good idea, because you directly have positions that everyone like is on. But I had the feeling there were enough people in the room who fight in the same direction, go in the same direction, in a positive direction. I'm not a big fan of too big of a dystopia. I think we as human beings have shown that we can, if we find something, or if we like, as you can see, I'm still like trying to like get my thoughts together. But if there's something that makes us human, is that we can deal with almost every situation. And this doesn't mean that every single one has the perfect job or anything, but it's a contribution to something better. And that's why this discussion is so important. It just has shown like how big this topic is, how broad it is. And we're just like one single small part in that, but I would rather stay in that one single small part and change something than leave it a discussion. Well, and in the end, everyone has to make his or her step, no matter how small or big it is. And I have to say, after 1.5 hours of discussion, I'm totally done for the day. Thanks for watching, guys. I hope we can share some of the content. If not, we also link the full discussion of Deutschlandfunk here. They will send it again. Subscribe here and watch another video here. Stay tuned for more.